Der Großkahlschlag an der Plessenburg 5 Jahre später. Die Plessenburg, das ist ein Waldgasthof am Rande des Nationalparks Harz. Und da stehen wir hier, am Rande des Nationalparks Harz. Und da musste 2018 der Borkenkäfer bekämpft werden. Und man bekämpft ihn, indem man die Fichtenwälder kahlschlägt. Man hat damals den Fichtenwald kahlgeschlagen, um den Borkenkäfer zu bekämpfen. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass er in den benachbarten Wald ausbricht, denn da sind Privatwälder, genauer gesagt, da ist der Landeswald von Sachsen-Anhalt, da ist der Halberstädter Berg und diesen Halberstädter Berg, die Fichtenwälder dort, wollte man schützen. Das hat nicht funktioniert. Die Fichtenwälder am Halberstädter Berg sind mittlerweile auch alle abgestorben, vom Borkenkäfer gefressen. Das heißt, dieser Großkahlschlag war völlig sinnlos. Jetzt könnte man sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, das sieht doch gar nicht so übel aus hier 5 Jahre später. 2018, okay, das sah wüst aus wie auf dem Panzerübungsplatz, aber jetzt, 5 Jahre später, ist doch wieder alles schön grün. So ähnlich wie in dem Loriot-Sketch, nicht? Ach, ist das schön, ach, ist das schön, ach, ist der Rasen schön grün. Nun, Rasen ist es nicht, es sind Birken. Es ist eine einzige Baumart, die es hier geschafft hat, sich anzusiedeln. Alle anderen Baumarten, die es versucht haben, zum Beispiel Bergahorn, zum Beispiel Vogelbeeren, die schaffen es nicht. Die werden von den Rehen und den Rothirschen hier kurz und klein gebissen. Die einzige Baumart, die sich hier etablieren kann, das ist die Birke. Im Grunde genommen hat der Nationalpark hier nicht so viel erreicht. Er hat strukturarme, abwechslungslose Fichtenwälder, alle gleich alt, eine Baumart, monoton, die hat er ersetzt durch Birkenwälder, die genauso monoton sind, alle schön gleich alt, fast so wie in Reihe und Glied angepflanzt. Das ist jetzt eigentlich nicht das, was der Nationalpark will. Der Nationalpark will strukturreiche, abwechslungsreiche, nicht monotone Wälder der Zukunft. Das ist hier offensichtlich nicht gelungen. Ach, ist das schön! Ach, ist das schön! Ach, ist der Rasen schön grün! Also wissen, seien Sie mir nicht böse, aber Sie sind ein selten dämlicher Hund, muss ich sagen.